Zwangsversteigerungen sind wie Lottospielen. Jeder möchte den großen Jackpot knacken, aber nur wenigen gelingt es dann auch tatsächlich. Heute nehme ich dich zum ersten Mal mit in die Wohnung und gemeinsam schauen wir, ob ich den Jackpot geknackt habe oder ob doch etwas anderes rausgekommen ist. Viel Spaß dabei! Im ersten Teil dieses Videos habe ich dir gezeigt, wie ich es geschafft habe, die Wohnung zu ersteigern und wie ich letztendlich so weit gekommen bin, dass ich heute in die Wohnung rein kann. Falls du den ersten Teil des Videos noch nicht kennst, habe ich ihn dir hier oben verlinkt. Los geht die Führung durch die Wohnung. Ah, Licht geht. So, ich war schon mal in der Wohnung vorher, habe das Schloss ausgetauscht, damit der alte Bewohner nicht mehr reinkommt und auch sonst keiner, der vielleicht noch einen Schlüssel hat, hier Zugang hat. Das Wohnzimmer, wie ihr seht, fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Getränke sind genug vorhanden. Das ist doch wunderschön, dann wird das hier auch nicht langweilig. Das Wohnzimmer. Für die Damen unter den Zuschauern noch ein Schminkkoffer oder was auch immer das sein soll, oder eine Handtasche, wenn es mal heiß werden soll. Ein Ventilator, auch super. So, St. Martin ist zwar vorbei, aber es kommt ja immer wieder. Dann haben wir noch eine Laterne, sehr schön. Ja, hier sollte eigentlich die Küche sein. Wir haben nur den Raum, ansonsten ist hier gar nichts. Noch ein paar Töpfe, Wasserkocher, sieht nicht so aus, als würde der noch kochen können. Wasserhahn, Durchlauferhitzer und die Überreste von Weihnachten bzw. der Weihnachtszeit. Noch mein Kram, ich war schon hier, habe schon mal die Sachen für die Renovierung reingebracht, was ich so brauchen werde. Und dann kommen wir zum Schlafzimmer. Da habt ihr die Fensterscheibe, ich habe ja noch das andere Video, wo ich die Fensterscheibe repariert habe, beziehungsweise wo ich erstmal erste Hilfe bei der Fensterscheibe geleistet habe, weil die komplett gerissen ist. Einmal von links nach rechts, von rechts nach links. Keine Ahnung, wie man das schafft. So, aber das wird heute auch gemacht. Heute kommt der Glaser, nimmt das Fenster, den ganzen Fensterflügel mit und bringt ihn heute Nachmittag wieder vorbei. Da haben wir noch einen Stuhl. Wenn ich mich mal ausruhen muss gleich bei der Renovierung, ist doch auch schön. Ihr habt vielleicht schon nach draußen geguckt. Da wartet noch eine Überraschung. Oh ja. Das wird richtig lustig. Da habe ich gleich auch noch zu tun. Gehen wir doch einfach mal raus. So, durch den Flur, durch das Wohnzimmer, an den Getränken vorbei. Erste Hilfe kann auch geleistet werden. So, Türe auf. Einmal auf. Immerhin funktioniert die Türe und das Fenster hier funktioniert auch. Das ist auch gut. Huch, na, das war jetzt einmal so zum Kippen. Jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass man das ganz aufmachen kann, aber gut. Ach, da unten haben wir den Hebel, damit das ganz aufgeht. Testen wir das doch mal. Sonst kann der Glaser da direkt auch dran arbeiten. So. Das Zeug hier weg. Ja, ist schon mal sehr nett, dass ich auch Müllbeutel habe. Die werde ich ja wohl gleich auch noch gebrauchen können. So, kommt mir das Teil jetzt entgegen? Nein. Okay, die Scheibe funktioniert auch. Sehr gut. Der Flügel ist in Ordnung. Vielleicht ist euch eben aufgefallen, dass im Schlafzimmer die Türe fehlt. Die fehlt aber gar nicht, die liegt nämlich hier. Aber die ist auch hinüber. Die kann man nicht mehr gebrauchen. Da sind die Türangeln rausgerissen, hatte ich gesehen.
keine Chance. So, ein Haufen Schrott, alles Müll. Hausmüll, Restmüll, Plastikmüll. Und es stinkt. Tolle Überraschung. Hier ist nochmal die Scheibe von außen. Hier seht ihr, der Balkon ist schön. Der ist groß. Ja, da kann man auch was mit anfangen. Ja, Zwiebeln kann man direkt einpflanzen. Wunderbar. Ja. So. Ja, wie ihr gesehen habt, das ist alles nicht im Top-Zustand, aber auch nicht die völlige Katastrophe. Da kann man auf jeden Fall was draus machen. Das kann man wieder aufbauen. Hier noch das Schlafzimmer. Oh, da läuft Wasser. Aber nur in der Toilette. Okay. Wäre auch blöd gewesen. Huch, das kannte ich noch nicht. Das ist irgendwo neu. Okay. Muss dann gemacht werden. Mhm. So, Badezimmer. Okay, das war erstmal die Führung durch die Wohnung aus der Zwangsversteigerung. Sowas kann euch halt erwarten. Ihr wisst ja, ich hatte einen langen Prozess vorher, Gerichtsprozess, und dann hat diese Überraschung auf mich gewartet. Und das darf ich jetzt aufräumen und renovieren, damit ein neuer Mieter einziehen kann. Auf den ersten Blick war die Wohnung jetzt nicht der ganz groß erhoffte Jackpot. Wie du aber an meinem Outfit und am Hintergrund siehst, war ich heute schon richtig fleißig und habe eine ganze Menge in der Wohnung erledigt. Möchtest du noch weitere Infos zu Zwangsversteigerungen haben, wissen, wie es ist, finanziell frei zu sein und wie du erfolgreich Vermieter wirst, abonniere unbedingt meinen Kanal. Ich lade dir jede Woche mindestens 2 neue Videos hoch, um mein Wissen mit dir zu teilen. Bis zum nächsten Video.